Fotografie ist eben Magie, aber wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt, hinter jeder Magie steckt in Wirklichkeit keine Zauberkraft, sondern vielmehr eine Portion Kreativität und ein paar wenige Klicks in Photoshop und Co. Wie du solche genialen Fotos in nur wenigen Minuten realisierst, das verrate ich dir in diesem Video. Mein Name ist David Gray und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Video. Zunächst sollten wir erstmal klären, was du für ein schwebendes Foto alles benötigst. Um ein schwebendes Foto zu realisieren, brauchst du nicht mehr als eine Kamera mit manuellem Fokus, eine Lampe, ein Stativ für verwacklungsfreie Aufnahmen und ein Laptop mit Photoshop oder dem Gratisprogramm GIMP. Kommen wir zum Setting. Damit das Bild am Ende einen schwebenden Effekt hat und etwas dramatisch aussieht, brauchen wir ein schönes Licht direkt von oben. Deine Kamera und das Stativ stellst du ca. 30 cm vom Objekt entfernt auf. Der Untergrund kann ruhig etwas rauer sein, wie zum Beispiel ein Holzbrett, eine Steinoberfläche oder irgendwas ähnliches. Der Hintergrund hingegen sollte so ruhig wie möglich sein, um das schwebende Objekt besser in den Vordergrund zu stellen. Sehr weiches Bokeh mit einer Blende von 1:8 oder ein klassischer weißer Hintergrund sehen hier am besten aus. Aber ich will dir hier nichts vorschreiben. Am besten experimentierst du mit dem Setting und verlässt dich einfach auf deinen eigenen Geschmack. Und das sollte man in der Fotografie sowieso immer machen. Und jetzt wird fotografiert. Um eine schwebende Aufnahme zu realisieren, gibt es mehrere Methoden, wie ihr vielleicht wisst. Aber diese Methode, so finde ich, ist die einfachste, denn ihr braucht nicht viel Schnickschnack und vor allem auch keine krassen Photoshop-Skills. Und wenn ihr eine bessere Methode kennt oder ihr habt vielleicht Tipps, wie man das Ganze besser machen kann, dann schreibt es unten einfach in die Kommentare. Halte deinen Gegenstand mit der rechten Hand ca. 5 cm über dem Boden. Achte darauf, dass deine Hand so wenig wie möglich zu sehen ist. Wenn alles passt, drückst du einfach ab und machst im besten Fall ca. 2 bis 5 Fotos. Du kannst natürlich auch mehr machen, aber ich denke, das reicht eigentlich. Dann greifst du vorsichtig um, ohne dabei deinen Gegenstand großartig zu bewegen und fotografierst das Ganze noch einmal aus der linken Hand. Erfahrungsgemäß sind leichte und längliche Gegenstände besser zu fotografieren, weil sie einfach handlicher sind. Sobald alle Fotos im Kasten sind, geht es auf zur Bildbearbeitung. Aber keine Sorge, du brauchst jetzt keine krassen Photoshop-Skills. Alles, was du wissen musst, das zeige ich dir jetzt. Als erstes müssen wir die zwei besten Fotos heraussuchen. Hier musst du aber darauf achten, dass das eine Bild mit der rechten Hand fotografiert wurde und das zweite Bild mit der linken Hand. Aber das ist noch nicht alles. Die zwei Bilder müssen auch übereinander gelegt nahezu identisch aussehen. Achte vor allem auf die Perspektive und die Schatten. Anschließend öffnest du die Bilder in Photoshop und überlagerst das oberste Bild mit 50% Deckkraft. Die Einstellung findest du rechts in der Ebenenleiste. Jetzt musst du die oberste Ebene mit dem Verschieben-Werkzeug so verschieben, bis sie haargenau übereinander liegen. In der Regel muss das Bild auch noch etwas gedreht werden. Dies machst du ganz einfach mit der Maus und mit einem Klick über die äußeren Eckpunkte der Ebene. Um die unterste Ebene musst du dich eigentlich gar nicht kümmern, denn die bleibt so, wie sie ist. Und das kann mir auch Andreas von Frauentausch bestätigen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Wenn alles passt, nimmst du den Radierer aus der linken Toolleiste und entfernst aus der obersten Ebene die Hand aus dem Bild. Solltest du mal aus Versehen die unterste Ebene ausgewählt haben, klickst du rechts in der Ebenenleiste auf die gewünschte Ebene und du bist wieder richtig. Damit die Kanten nicht zu hart aussehen, gibt es nur einen kleinen Trick, um den Übergang feiner zu machen. Wähle wieder den Radierer aus und klicke mit einem Rechtsklick in das Bild hinein. Stelle nun im aufgeklappten Menü die Härte auf 30%. Der Radierer besitzt nun einen weichen Rand und ermöglicht es dir, schier unscheinbar störende Elemente aus deinem Bild zu entfernen. Und das ist mega cool. Wenn du aber etwas geübter bist, dann rate ich dir aber, das Löschen von Bildelementen nur über Ebenenmasken zu erledigen. Hier löscht du nicht wirklich, denn du blendest letztendlich nur die Bildelemente aus und wieder ein. Und das ist ein riesengroßer Vorteil gegenüber einem Radierer, denn er löscht die Bildelemente und du kannst es auch nicht wiederherstellen. Und beim Ausblenden mit einer Ebenenmaske kannst du immer wieder alles rückgängig machen und das ist mega cool. Klicke dazu in der Ebenenleiste auf Ebenenmaske hinzufügen und male mit einem schwarzfarbenen Pinsel in die Maske hinein. Alles, was du in der Maske nun schwarz ausmalst, wird in der Ebene ausgeblendet. Malst du wiederum mit Weiß, ist der gelöschte Inhalt plötzlich wieder da. Genial, oder? Und das war's schon. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Und jetzt heißt es nur noch abspeichern, auf Insta hochladen und einen coolen Filter drüber setzen. Oder lass das Ganze mit den Filtern und mach das einfach schon im Photoshop fertig. Bin hier richtig coolen Bros. Mit etwas Übung kannst du richtig tolle Bilder zaubern und ich bin mir sicher, wenn du etwas geübter bist, dann kannst du auch mehrere Objekte fliegen lassen. Probiert's einfach aus und überrascht mich mit euren Werken. Ihr könnt mich auf Instagram oder auf Facebook gern verlinken, dann schaue ich mir eure Bilder an und lasse auch definitiv ein Like da. Dir hat das Video gefallen?
dann bewerte dieses Video, abonniere auch diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Gern kannst du mir auch über den Link in der Videobeschreibung einen Kaffee spendieren und als kleines Dankeschön kriegst du eine kleine Erwähnung im nächsten Video. See you later und viel Spaß beim Fotografieren.